Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir bauen eine LGB-Gartenbahn. Mensch, und wir sitzen auf der Terrasse, weil es im Garten. Du, wir haben echt ein bisschen Pech mit dem Wetter, aber es ist zumindest heute ohne Schnee. Ich bin schon mal sehr happy. Und wir sind überdacht, was wir eigentlich gar nicht bräuchten, weil die Schienen witterungsfest sind. Genau, aber zum Basteln macht es ein bisschen. Also dürften sie auch draußen, aber zum Basteln ist es für uns einfach angenehmer heute. Genau, und ich habe mich auf meinen Gin Tonic Express gefreut. Ja, um heute mal die Pendelautomatikstrecke zu testen, aufzubauen. Das ist eigentlich alles schon vorweggenommen. Es steht ja schon, Elke. Du hast es schon aufgebaut. Wunderbar. Und es läuft. Läuft. Was haben wir gemacht? Vielleicht basteln wir es nochmal auseinander, damit man sehen kann. Also vielleicht mal, was man so sehen kann. Wir sehen zwei Prellböcke. Den einen hier, in dem das ganze Hexenwerk verbaut ist. Das zeigen wir gleich nochmal. Lok hält an und da drüben ist der andere Prellbock. Das ist der aus dem Ergänzungsset, das wir in der Episode 2 aufgebaut haben. Den haben wir uns einfach hier geklaut und die Lokomotive fährt quasi die ganze Zeit von einem Prellbock zum nächsten. Und das Ganze können wir verlängern, wie wir lustig sind und damit richtig schön zum Beispiel auf der Terrasse hier uns die Drinks hin und her pendeln lassen mit einer Tüte Chips. Genau. Wir haben es zusammen schon vorher aufgebaut. Vielleicht kannst du kurz erklären, was alles in der Packung ist und was wir alles brauchen, weil es war damn simpel, glaube ich. Genau. Wir haben, wie gesagt, den einen Prellbock rechts. Da ist unsere Elektronik drin, ganz wichtig für die Pendelstrecke. Ich zeige das mal ganz kurz in die Kamera, dann kann man das sehen. So sieht das innen drin aus. Das ist das ganze Bauwerk, wird im Prellbock versteckt. Muss man also nicht viel wissen. Nur welches Kabel wohin kommt, wird das in der Gebrauchsanweisung ganz gut beschrieben. Sehr gut beschrieben. Ich lege es wieder drauf, da kommen wir gleich dazu. Was haben wir noch gemacht? Dann haben wir zwei Unterbrechergleise mit vormontierten Dioden. Einmal hier. Genau, hier sehen wir das Unterbrechergleis. Das ist ein ganz kurzes. Und hier steht gerade die Bahn drauf. Genau, ich halte das mal hier, dann kann man das hier schon mal sehen. Da sieht man hier ganz klein, da ist das Gleis durchtrennt. Da ist ein kleiner Schlitz. Jetzt muss ich meine Hände wegnehmen. Jetzt sieht man es bei dir auf der Seite hier ganz gut. Genau. Und wenn die Lok da drüber fährt, dann passiert irgendwas, beziehungsweise wird sie an der Stelle angehalten. Und dann wird sie umgepolt, damit sie dann in die Gegenrichtung wieder zurückfährt. Genau. Dann haben wir ein blau-rotes Gleisanschlusskabel. Das steckt in der Mitte. Genau. Das ist ganz wichtig, dass das zwischen den beiden Gleisen steckt, wo die Dioden befestigt sind. Genau, den Unterbrechergleisen. Genau, Unterbrechergleisen. Wie lang diese Mittelposition ist, ist übrigens völlig egal. Die kann jetzt auch 3 Meter lang sein, 2 Meter oder kann auch theoretisch kurvig sein, durch den ganzen Garten durchgehend, ist völlig egal. Und das ist das normale Anschlussset, das man normalerweise jetzt an den Fahrregler anschließen würde, wenn man die LGB ganz normal aufbaut. Nur, dass wir diese beiden Anschlussklemmen jetzt nicht an den Fahrregler hier angeschlossen haben, sondern dieses Kabel haben wir zum ersten Mal jetzt in den Prellbock eingesteckt. Ich habe das mal hier durch dieses kleine Löchlein durchgezogen. Und hier sieht man, da sind 2 Anschlüsse. Ich halte das mal in die Kamera. Und zwar nicht der erste ganz rechts, sondern der 2. und 3. ist es. Warum? Es liegt daran, es gibt 2 verschiedene Aufbaumodi für diese Pendelautomatik, nämlich einen einfachen Modus und einen komplizierteren. Wir haben jetzt mal den einfacheren gewählt. Genau. Und im einfacheren Modus kann man die Anfahrgeschwindigkeit der Lok, oder? Ist richtig gesagt? Bestimmen. Beschleunigung bestimmen. Genau. Und auch die Haltezeit, wie lange die Lokomotive halten soll. Und im etwas aufwendigeren Modus kann man auch noch die Bremswirkung, glaube ich, einstellen. So, das ist dann eine andere Verkabelung. Aber hier so sieht man das, also Kabel 2 und 3 ist quasi jetzt die Position zum Anschlussgleis. Ist auch hier nochmal sehr schön beschrieben. In der Gebrauchsanweisung. In der Gebrauchsanweisung. Genau, können wir mal kurz in der anderen Kamera nochmal zeigen. Hier sieht man also sehr schön hier an der Seite, wie das da reinkommt. Hier sieht man das nochmal an der Seite, hier drin. Und die anderen Kabel, die gehen jetzt an so unseren Fahrregler, weil der Fahrregler, der bekommt ja Strom über das Netzteil. Ich lege das mal kurz hier drauf, dann sieht man hier, das ist der ganz normale LGB-Fahrregler. Und da ist jetzt hier das ganz normale Kabel vom Netzteil drin. Und hier kommen rot und blau die Kabel wieder raus, nur dass dieses Kabel eben jetzt nicht normalerweise wie bei der LGB auf das Gleis geht, an die beiden Gleisanschlussklemmen, sondern eben in diesem Fall jetzt in den Prellbock hinein und da auf die Position ganz links die ersten beiden Anschlussgleise. Hier sieht man das. Also sehr, sehr simpel. Das hat man in 3 Minuten aufgebaut. Das Einzige, wo wir ein bisschen länger gebraucht haben, hier war beim Biegen dieser Dinger. Das zeigen wir gleich nochmal. Diese Unterbrechergleise, da haben wir ein bisschen gebastelt. Dazu komme ich aber gleich. Jetzt fährt die Lok gerade über das Unterbrechergleis drüber. Das ist nämlich die Besonderheit. Also bei dem einfachen Modus, ich warte mal kurz, bis die Lok wegfährt, haben wir hier so festgeschraubt. Ich zeige das mal ganz kurz hier mit dem Schraubenzieher, dann kann man es auch mal sehen. Haben wir hier so 2 kleine Schrauben reingemacht an der Seite. Und diese beiden Schrauben
klemmen letztendlich diesen Draht hier fest und an diesem Draht ist diese Diode dran. Und diese Diode sorgt eben in der Automatik, in dem einfachen Modus für dieses Umschalten, beziehungsweise eben auch diese Funktion, wie schnell die Lok eben wieder losfahren soll. Und das haben wir auf der anderen Seite genauso. Ich zeige es mal kurz auf der anderen Seite. Jetzt steht da unsere Lok gerade drauf. Warte mal, bis sie wegfährt. Zweimal. Wenn man das jetzt in diesen anderen Modus nehmen würde, der auch nochmal die Bremsgeschwindigkeit oder Bremsverzögerung checkt, dann würde man diese Dioden wieder rausmachen. Dann macht man das mit einer anderen Verkabelung. Ist ein bisschen komplizierter, geht aber auch. So, hier sieht man das nochmal an der Seite. Und ich glaube, das war auch nochmal wichtig, dass beide Dioden auf der gleichen Seite sind. Stimmt, genau. Also wenn wir das jetzt zum Beispiel umdrehen würden und dann wäre dieses Gleis so, dass die Unterbrechung auf der anderen Seite wäre, dann wäre es falsch, dann wird es nicht funktionieren. Also da muss man drauf achten. Das sind diese beiden Unterbrechergleise. Gut, hier kann man das nochmal sehen. Und zwar haben wir hier einmal den Drehregler für die Anfahrgeschwindigkeit. Den kann man also auch hier mit einem anderen Schraubenzieher, nehme ich mal den hier, kann man die ein bisschen langsamer oder schneller machen. Und hier haben wir die Haltedauer. Ich habe die jetzt mal ganz kurz gemacht, damit sich auch hier was tut im Video. Mach es mal ein bisschen deutlicher hier. Und wenn ich die jetzt ein bisschen nach oben drehe, dann bleibt die Lok länger stehen. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen länger. Schau, jetzt hält sie länger an. Wie lange? Kann man hier unten einstellen. Also, hier übrigens Prellbock haben wir nicht ganz fertig gebaut. Hier könnte man theoretisch noch eine kleine Beleuchtung oben drauf machen. Genau, da ist noch hier eine Aussparung. Genau, da könnte man noch ein Lichtchen drauf machen. Ansonsten wird dieser Prellbock einfach hier auf das Gleis geklipst. Hier sieht man das. Das ist dann auch relativ fest, deswegen habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil dann kriegen wir nicht mehr so leicht runter. Und da muss man eben von unten mit dem Schraubenzieher durchs Gleis gehen. Kommt man ja gut durch, um dann eben diese Automatik hier einzustellen. Und es gibt noch zwei rote Schalter. Die haben wir auch noch im Bild. Die entscheiden, ob es eine kurze oder eine lange Zeit ist. Also man kann die Drehregler nutzen von 0 auf 100 in Anführungszeichen. Nur wie viel 100 dann ist, also voll aufgedreht, entscheidet dann eben dieser Clip hier mit lang oder kurz. Man kann das bis zu 8 Minuten pausieren lassen, was ich dann sehr schön finde, weil du dann eben nicht die ganze Zeit hier Bahn im Garten hast, die auf Vollgas fährt, sondern du sagst eben, alle 8 Minuten passiert was und dann ist wieder ein paar Minuten Ruhe und dann geht wieder was los. Also kann man sehr schön nutzen. Lässt sich auch eigentlich sehr schön in den Kreis einbauen, wo man dann sagt, naja, dann fährt die halt in den Bahnhof und dann fährt sie wieder rückwärts zurück. Also wie so ein Pendelzug könnte man auch auf dem zweiten Gleis machen. Sehr schön. So, jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt dazu und das sehen wir jetzt hier nicht. Wir haben nämlich hier hinten, hinter der Lok, wenig Platz. Und ich habe mir das ja eigentlich als meinen kleinen Gin Tonic Express gewünscht. Bisschen länger. Genau, bedeutet aber, dass wenn man jetzt zum Beispiel hinter der Lok ein Wägelchen hat, dann ist es nicht so, wer das vielleicht kennt von anderen Bahnsystemen, da ist es so, es ist also kein Kontaktgleis, wo das erste Rad das auslöst, sondern es ist wirklich nur die Lok. Das heißt, wenn ich da jetzt ein Wägelchen dahinter mache, dann muss ich die Strecke hinter dem hinteren Unterbrechergleis eben so lange bauen, dass eben noch ein Wägelchen Platz hat. Also insofern, ich simuliere das mal, ich hole mal noch eine längere Schiene. Also die Lok muss mit Sicherheit bis dahin auf Schiene fahren. Ja, wir schauen uns das mal in der Nahaufnahme noch mal kurz an. Ja. Und ich hole noch mal ein längeres Gleis. Ich habe jetzt kein Wägelchen da, schauen wir mal, aber kann sich das ungefähr vorstellen. Dann sieht man nämlich, wo die Lok halten wird. Und macht das hier noch mal zurück. Also dann müsste man das dementsprechend verlängern, dass wenn da jetzt noch ein Wägelchen hinten dran passen soll, dann würde man das eben so bauen, dass der Prellbock eben erst weiter hinten ist. Also das ist wichtig, wenn man eben jetzt so einen kleinen Gin Tonic Express macht. Wenn man natürlich sagt, der soll vorne sein, der Wagen, weil er geschoben wird, müsste man es auf der anderen Seite machen. Also idealerweise würde ich sagen, wenn man da zwei Wägelchen dran hat, dann würde ich auch dementsprechend halt nochmal zwei, drei Gleise hinter diesem Unterbrechergleis bauen. Vielleicht vorne auch. Sieht immer ein bisschen hübscher aus. Ja. Ja, alles, was man dazu braucht zum Nachbauen, haben wir auch nochmal im Video in der Beschreibung unten verlinkt. Viel ist es nicht, weil es ist eigentlich nur das. Es ist der Prellbock, der kommt in dieser roten Packung. Und da ist alles drin, was man braucht, nämlich der Prellbock mit der Elektronik, dann das Verbindungskabel zum Fahrregler, nochmal ein Gleisanschluss und die beiden Dioden, die schon vormontiert sind mit dem Kabel und die beiden Unterbrechergleise. Und das war dann das ganze Hexenwerk. Also wer minimale Automatik will auf der LGB und muss sich mit nichts auskennen, also wir konnten nicht mal einen Lötkolben bedienen müssen, hat funktioniert. Also viel Spaß beim Nachbasteln und bis zur nächsten Episode. Viel Spaß. Mal schauen, wann es wieder losfährt. Sauberei. Das nächste Mal sogar mit Dampf. Nächstes Mal mit Dampf, genau.